Hey Leute, hier ist mal wieder Flus mit einem neuen Review. Heute zur M4A1, die mir netterweise von Gaudium gebietet wurde. Und ja, da kann man doch gleich zu den Gifts kommen. Also, hier ist eben die M4A1 von Gaudium. Vorher hat sie sich aufgenommen, aber zum Glück ist sie noch unten in der Ecke. Also, ihr könnt es sehen, die wurde von Gaudium gegiftet. Dann haben wir da noch, was haben wir denn noch? Genau, eine M. ITX halt erstmal noch von Gaudium, dann haben wir noch ein N69 von Raw, immer noch, die muss ich jetzt endlich machen, Entschuldigung, aber ja gut. Und dann haben wir noch eine MAC-10 und eine M590 Military, jeweils von SI47 Leopard, herzlich Dankeschön dafür. Und natürlich auch an Gaudium für die Waffe. Und ja, die M590 Military ist ganz nett, weil ich habe noch die modifizierte Version davon, wie heißt sie nochmal? Genau, die M95 CQB Marinas, und dann kann ich die so ein bisschen vergleichen. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und deswegen ein herzliches Dankeschön an, ja, dass ich die gekriegt habe. Und ja, ich habe die M41 das gleiche Mal dazu genutzt, ein bisschen das Gun Emporium euch ein bisschen näher zu bringen, weil es, glaube ich, für viele immer noch so ein bisschen rätselhaft ist. Und ja, habe ich jetzt einfach mal die Waffe ein bisschen verändert. Ich hoffe, mir nimmt das Gaudium nicht übel, dass ich die Waffe jetzt so ein bisschen verändert habe. Aber da ich mit der Waffe schon öfter mal gespielt habe, sollte das nicht so das Problem sein. Also natürlich die obligatorisches Scope und Magazin, ich meine, das gehört einfach dazu. Die Scopes habe ich übrigens nicht gekauft, die gab es im Event, ich gebe keine Links für Scopes auf. Ja, Gun Emporium. Wie ihr seht, kommt dieser fette Typ mit der Latzhose und will euch helfen. Naja, mehr oder weniger. Und jetzt habe ich eben hier die M41, die kann man da jetzt einfach reintun, wenn man den Doppelklick macht. Und hat man jetzt verschiedene Sachen, die man forschen kann. Einmal Piston Engine, Barrel und Trigger. Und ich versuche alles drei mit 50% jeweils. Also die Wahrscheinlichkeit Prozent daneben sind, wie wahrscheinlich es funktioniert, dass die Waffe umgebaut wird. Passt gut zu der M4, weil die ist ja nicht besonders zuverlässig. Naja, das sage ich, da komme ich später nochmal dazu. Und ja, erstmal das Barrel probiere ich jetzt zu forschen. Barrel C würde mir Recoil abziehen und so, aber nein, es fehlt. Also leider kein extra Barrel für mich. Dann probieren wir es doch weiter. Jetzt probiere ich es mit der Piston Engine Tab C. Und voilà. Jetzt funktioniert. Damit habe ich jetzt einen höheren Damage und weniger Recoil, was ich doch relativ cool finde. Und jetzt probiere ich natürlich auch noch den Trigger zu verbessern. Mit einem Trigger-Type, welchen benutze ich denn? A. Und ja, auch dieser wird erfreulicherweise funktionieren. So dass ich einen doppelt niedrigen Recoil auf dieser Waffe habe jetzt. Mehr Damage und eine höhere Fire Rate. Ist doch eine geile Kombi, oder? Ja, und mit der spiele ich jetzt. Also die Waffe wurde dadurch doch etwas verbessert, aber so einen riesen Unterschied habe ich jetzt nicht gemerkt. Also, naja, was soll's. Und jetzt fangen wir mal halt mit dem ganzen Rest an. Jetzt haben wir ja schon wieder eine ganz schöne Zeit verplappert. Nur mit den Modifications. So, ja, erstmal die M4A1 natürlich. Ja, sie ist die eine amerikanische Assault Rifle, die ja neben der M16 existiert. Und eigentlich hieß sie aber vorher M4, und dann wurde sie nach gewisser Zeit, soweit ich weiß, 2001 verbessert. Und ja, seitdem ist es die M4A1. Und das ist eben, das heißt dann Model 4, das hieß vorher auch schon Advanced One, also naja, wurde ein bisschen verbessert, ein bisschen wegen an Zuverlässigkeit gearbeitet und so ein Zeug, aber naja. Ja, also zum Ingame, die Waffe kriegt man ab Recruit, also extremst niedrigen Rang. Und ja, diese Waffe ist so ein bisschen Geheimtipp, ja. Also, die ist extrem günstig, sie kostet nämlich nur 800 GP. Das ist richtig günstig. Und ist nicht schlecht, die Waffe. Also, die gehört zu diesen drei akzeptierten Waffen auf Victor. Also, auf Victor gibt es ja so ungeschriebene Regel. Nur M4A1, G36 und AK47, wobei ich, wenn ich dabei spiele, meistens G36 nehme, weil ich sie permanent habe.
Aber die M4A1, gerade wenn man es so ein bisschen aufgepeppt hat, kann die echt mithalten. Ja, 30 Schussmagazin, Standard. Damage, 38 Punkte, ein solider Field Kill. Hat auch die Modification nichts dran geändert, also ist und bleibt ein Field Kill. Portability, 60 Punkte, doch relativ gut, also man ist zügig mit der Waffe unterwegs. Ich bin, gefühlt war es für mich jetzt nicht so schnell, weil ich jetzt kein Speed, also kein so gutes Speed Equip mehr habe, sondern es hat gerade der Max rumlauf, die ich noch aus dem Kalikas vom Weihnachten habe. Und mit einem, ja, also mit immerhin doch mit 5% von der Max, 5 Military Bandana und 3 von diesem Prankster Bandana, also sind wir doch immerhin bei 13 Speed Plus, aber weil du vorher mit 23 rumgelaufen bist, kommt es dir langsam vor. Rate of Fire liegt bei 74 Punkten, ganz gut. Einer der höheren Bereiche für Assault Rifles. Accuracy 80 Punkte könnte besser sein, aber ich hatte eigentlich nie wirklich große Probleme mit der Accuracy. Also kann man sich nicht beschweren. Und ein Recoil von 64 Punkten ist absolut akzeptabel. Also der Recoil ist wirklich nicht zu heftig. Ist gut kontrollierbar. Und gerade wenn man halt auch noch so ein Barrel oder so drauf hat, das Recoil nochmal zusätzlich verringert, ist es echt gut. Jetzt ist mein Mikro schon wieder verrutscht, das bin ich wahrscheinlich wieder teilweise zu leise. Naja, was soll's. Ja, was kann man an die Waffe dran machen? Man kann alles an sie dran machen. Man kann einen Schalldämpfer, ein Scope, Pflicht, absolut Pflicht. Und ein Exit Magazine dran machen. Wie das Scope dran gemacht wird, ist aber extrem unrealistisch dargestellt, weil die haben ja diese Iron Sights zu holen. Und in Realität, wenn man Scope drauf macht, werden die weggemacht und dann kommt Scope stattdessen drauf und hier bauen die die auf die Iron Sights drauf. Ist ja ein bisschen idiotisch, aber naja, CA halt. Aber das ist ja, glaube ich, wirklich nur so eine kosmetische Sache. Darauf braucht man sich jetzt nicht so heftig kümmern. Ja, was kann man sonst zu der Waffe groß sagen? Also, sie lässt sich ganz gut spielen. Und deswegen kommen wir jetzt einfach mal zu den Informationen über die echte Waffe. Ja, und erstmal, es gibt vier Modellvarianten davon. Also erstmal die M4 Caravan, die ursprüngliche. Dann die M4A1, die M4A2 und die M4A3. Wo das genau die Unterschiede sind, ist mir jetzt nicht so geläufig. Aber, naja, da es sich im Spiel eh nur auf die M4A1 konzentriert, bleibe ich jetzt einfach mal bei der, weil es bringt jetzt einfach nichts. Also erstmal, warum wurde die M4A1 überhaupt eingeführt? Also die M4A1 ist eine verkürzte Version der M16A2. Was hier auf meiner Website steht von dem Combat Arms ist falsch. Da steht sie ja von der M16A3 abgeleitet. Das ist falsch. Sie ist von der M16A2 abgeleitet. Gut, ist ja nur kosmetischer Unterschied, aber trotzdem wichtig für mich. Und sie wurde halt verkürzt. Warum wurde das getan? Man hat in den 90er Jahren einfach in Panama und so festgestellt, dass die ganzen 9mm Submachines zu schwach sind. Zu ungenau. Ja. Und deswegen wurden die eingestellt. Man hat etwas gesucht, was schlagkräftigeres, aber was trotzdem kurz ist. Dann haben sie gedacht, ja, wir brauchen einfach mal was. Mit einem gescheiten Kaliber, also NATO-Kaliber 556x45mm. Und wir brauchen am besten etwas, was kostengünstig zu produzieren ist, also bauen wir die M16A2 um. Die M16A2 hatten sie so schon. Und 80% der Teile von der M4 und der M16 sind identisch. Also ist das ganze Zeug sehr kostengünstig herzustellen. Sie haben das benutzen, ja, gleiche Kaliber. Alles ist gleich, bis auf die Schulterstütze und eben das Barrel. Und ein paar Kleinigkeiten halt. Und es sind die gleichen Magazine, die reingetan werden. Entweder 220 oder 30 Schuss. Und ja, also die Waffe wurde am 15. August 1994 unter der Bezeichnung Carabine 5,56mm M4 als Ordnanzwaffe der US-Streitkräfte eingeführt. Und die ist bis heute im Einsatz, also wurde mehrfach verbessert. Aber, naja, ist recht aus. Ja, seit 1993 wird sie von den US Army Rangers eingesetzt. Und wurde 1993 von der Force Reconnaissance Einheiten des United States Marine Corps auch eingesetzt, ja. Und die benutzen ansonsten die M16A4.
im Vergleich zu den normalen Rangers, die die M1602 sonst benutzen. Ja, die M41 hat eben den Vorteil, dass sie eben das kürzere Barrel hat und deswegen auch im Nahkampf besser einsetzbar ist. Aber es bringt natürlich auch den Nachteil, dass die Mündungsgeschwindigkeit niedriger ist und deshalb die Reichweite wesentlich beschränkt ist. Aber da die Waffe eh meistens im Streitkampf eingesetzt wird oder derartigen, spielt das nicht so die große Rolle. Ja, diese Waffe wird auch bei bestimmten Situationen vom FBI oder SWAT verwendet. Ja, die M4 in der neueren Baureihe, also die M4A1 gehört dazu, hat einen vollautomatischen Feuermodus. Den hatte die ursprüngliche M4 nicht. Diese hatte einen Semi- und einen Burst-Mode. Der wurde halt dann ja später durch die mit der M4A1 durch einen Semi- und einen automatischen Modus ersetzt. Ja, 2001 wurde offiziell die Zuverlässigkeit der Waffe bemängelt, weil einfach entsprechende Waffen ja auf dem Markt waren, die einfach bessere Möglichkeiten hatten und weniger Probleme mit sich brachten. Ich bitte, mein XM8 Review anzuschauen, da gehe ich näher darauf ein. XM8 ist einer von diesen Waffen. Und ja, deswegen hat es auch irgendwann Delta Force genervt. Und sie sind vom M4 auf das HK416, was bei euch CR-Spieler unter dem M416 bekannt ist, umgestiegen. Und in der Zukunft wollen sie dann die SCAR einsetzen. Also, sorry Cold. Auch wenn ihr es bis heute geschafft habt, die Army so unter Kontrolle zu halten, dass eure doch nicht so zuverlässigen Waffen weiterhin benutzt werden. Die besseren Waffen aus Deutschland, HK416, beziehungsweise aus Belgien, FNSK, sind im Kommen, ihr könnt nichts dagegen tun. Ja, an die Waffe kann man noch einen Granatwerfer dran machen, allerdings nicht im Spiel, deswegen ist das absolut irrelevant im Moment. Die Waffe ist ein Gasdrucklader, kein Rückstoßlader, wie eigentlich die meisten einigermaßen professionellen Assault Rifles, deswegen ist das vollkommen in Ordnung. Montagesystem ist die Picanti-Schiene, keine Ahnung, sagt mir eigentlich nicht wirklich was. Visier ist ein offenes Visier, standardmäßig, also Iron Sets. Ja, die Waffe hat eine Kadenz von 700 bis 950 Schuss pro Minute, was gar nicht schlecht ist, also die hat eine relativ hohe Feuerrate. Und man kann einen 20 oder 30 Schuss Stangenmagazin oder ein 100 Schuss Trommelmagazin dran machen. Also das 100 Schuss Trommelmagazin wird eigentlich von der Army nicht eingesetzt, also nicht ernsthaft. Normal 20 oder 30 Stangenmagazin. Das Ganze wiegt 2,68 Kilo. Könnte leichter sein bei der kleinen Größe, aber ist okay. Und Gesamtlänge sind 835 mm, was für ein Assault Rifle doch recht wenig ist. Ja, hergestellt wird das Ganze von Colt Defense LCC. Und ja, die Waffe hat praktisch die SMGs von der US Army ersetzt. Die benutzen eigentlich keine SMGs mehr ernsthaft. Also, nicht wirklich. Ja, soviel zu den Informationen. Wie gesagt, ich habe anfangs schon gesagt, die Waffe ist ein absoluter Geheimtipp. Günstig, low rank und wirklich gut. Also, ich mag die Waffe. Und ja, ich hatte ein paar Fails, wenn ich mit der gespielt habe, also Fails ist übertrieben, aber ich habe ewig lang nur Ultras gekriegt. Und das hat einen doch ganz schön genervt und um das mal zu veranschaulichen, hänge ich jetzt einfach die Ultras mal hinten ans Video noch dran, um zu zeigen, wie ich innerhalb der guten Stunde, die ich gespielt habe, lauter Ultras gekriegt habe, was mich doch genervt hat. Jo, dann leider ist der neue Aschmann noch nicht gekommen. Deswegen wird diese Review einfach mal ohne Abspann laufen, weil es ein paar Leute beschwert haben, wer da drin ist und so. Gibt's halt für das Review einfach mal keinen Special Thanks Abspann. Habe ja gesagt, will mich besonders danke und halt den ganzen Leuten aus meinem Clan sowieso, oder? Darf sich jeder angesprochen fühlen, auch Optik. Ja, so, dann bis zum nächsten Mal. Euer Flüss.